Lichtgeschwindigkeit, der Atomausstieg, Betrug der schwarz-gelben Merkel-Regierung, der Atomausstiegsbetrug der Blockparteien. Dazu gehören jetzt leider auch die Grünen. Der sogenannte Atomausstieg ist kein Atomausstieg. Ich habe heute auch wieder Neues dazu aus meiner Medienlage. Ich komme gleich dazu. Hier noch kurz meine Sting-Geburtstagsfeier. Just to cast away an island lost at sea, oh, another lonely day with no one else but me, oh. My loneliness. I hope that someone gets my, I hope that someone gets my message in the bottle, yeah. Sending out an SOS. Also, die Zeitungen, die sind nicht alle gleich. Und es ergibt sich auch ganz eindeutig, wenn man länger damit arbeitet, wie wichtig zum Beispiel die von mir häufig in Grund und Boden geschmähte Zeitung Das Neue Deutschland der Linkspartei ist. Ich lobe sie deshalb hervorragend. Leute, kauft Das Neue Deutschland, damit die Zeitung nicht vom Markt verschwindet. Denn beispielsweise in keiner anderen Zeitung habe ich heute Folgendes gefunden. Unter Politik Seite 7... Dieser Artikel hier ist im Grunde eine Presseagentur, AFF, ND, Neues Deutschland, AFP, also Tokio. Starke Radioaktivität außerhalb der Sperrzone, schreibt Das Neue Deutschland. Starke Radioaktivität außerhalb der Sperrzone, was ich immer ausdrücklich sage, die sogenannten Grenzwerte und Sperrzonen und so weiter, das sind beliebig politische Weichmacher, auf die ist kein Verlass. Wer jemals als ein Mensch mit Leben und Gesundheit abhängig ist von solchen staatlichen Ansagen, von wegen erlaubte Grenzwerte, gefährliche Sperrzonen und so, ich sage nur selber denken. Ja, wer Geige spielen kann, braucht keinen Geigerzähler, aber alle, die nicht Geige spielen können, kann ich nur sagen, Leute, besorgt euch eine Geige. Hier heißt es, ein unabhängiges Expertenteam hat in der japanischen Präfektur Fukushima weit außerhalb der Sicherheitszone rund um die havarierte Atomanlage eine hohe Konzentration an Radioaktivität im Boden entdeckt. Wie die am Mittwoch veröffentlichte Studie eines Radiologen und mehrerer Bürgergruppen ergab, wurden in Bodenproben rund 60 Kilometer von dem Werk entfernt Belastungen mit radioaktivem Cäsium von bis zu 307.000 Becquerel pro Kilogramm entdeckt. Der von der Regierung zulässige Höchstwert liegt bei 10.000 Becquerel pro Kilogramm Boden. Die Radioaktivität könne von dem havarierten Atomkraftwerk stammen, erklärten die Experten. Sie forderten die zentrale Regierung sowie regionale Regierungen auf, Kinder und Schwangere aus der Region in Sicherheit zu bringen und das Gebiet zumindest zu einer freiwilligen Evakuierungszone zu erklären. Neues Deutschland von heute, hier mit dem neuen blauen Titelschriftzug. Und jetzt komme ich aber dann doch, das ist mir gestern in der Masse dann nicht mehr möglich gewesen, zum Neuen Deutschland von gestern nämlich. Da wird berichtet über die deutsche Atomausstiegssituation. Und zwar hier, Neues Deutschland, Seite 15, am Mittwoch, den 15. Oktober. Was rede ich? 5. Oktober natürlich. Neues Deutschland hier. Gegen laufende AKW und Energiekonzerne. Da geht es um Folgendes. Die Anti-Atom-Bewegung sieht sich noch lange nicht am Ziel. Bericht von Reimer Paul im Neuen Deutschland. Bei einer Herbstkonferenz in Göttingen berichteten Anti-Atomkraftaktivisten künftige Strategien. Warten raten die einen, sofort durchstarten andere.
Ich gehöre zu den Durchstartern. Bei der Analyse herrschte weitgehend Einigkeit. Der von Regierung und Bundestag beschlossene Atomausstieg ist gar keiner. Das Abschalten von 8 der 17 Kernkraftwerke allenfalls ein Teilerfolg. Die Anti-AKW-Bewegung muss weiter mächtig Druck machen, um ihr Ziel, die Stilllegung aller Atomanlagen, zu erreichen. Rund 100 Anti-Atom-Aktivisten aus ganz Deutschland diskutierten am Wochenende in Göttingen über ihre künftigen Strategien. Was habe ich davon in den anderen Zeitungen gelesen, zum Beispiel in der Welt oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Nada, niente. Matthias Eickhoff von der Gruppe Sofortiger Atomausstieg aus Münster erinnerte daran, dass in Deutschland außer den 9 AKW zahlreiche weitere Atomanlagen betrieben werden. Dazu gehörten die Urananreicherungsanlage in Gronau, die Brennelementefabrik in Lingen, das Forschungszentrum Jülich sowie die Zwischen- und Endlager. Unser Forschungsreaktor in Berlin-Wannsee wird hier gar nicht erwähnt, weil er eine kleine Gefährdung ist im Vergleich zu diesen großen. Aber das Prinzip für die Leute, die da wohnen, kann ich nur sagen, kauft euch ein Tretboot. Eickhoff kritisierte auch die Hermes-Bürgschaften für von deutschen Konzernen im Ausland errichtete Reaktoren. Dass Deutschland nicht den Euratom-Vertrag gekündigt habe, der eine Förderung der Kernenergie vorsieht, stelle den Ausstiegswillen der Regierung ebenfalls in Frage. Peter Dickel von der Arbeitsgemeinschaft Schacht-Konrad räumte ein, dass die schnelle Reaktion der Bundesregierung auf das Unglück in Fukushima ein kluger Schachzug war. Nicht wenige denken, der Ausstieg ist nun vollzogen, sagte er. Die Bürgerinitiativen hätten keine gemeinsame Antwort auf den Beschluss zur Stilllegung von 8 AKW gefunden. Es gab 100 verschiedene Petitionen und Unterschriftenlisten, aber keinen gemeinsamen Druck, um unsere weitergehenden Forderungen durchzusetzen. Das war eine politische Niederlage, sagte Dickel. Michael Wilk vom Arbeitskreis Umwelt Wiesbaden wählte für seine Analyse medizinisches Vokabular. Der Ausstiegsbeschluss sei der Öffentlichkeit als Operation am offenen Herzen der deutschen Energiepolitik verkauft worden. Doch der Eingriff sei vor allem für die Operateure erfolgreich verlaufen. Einige der sklerotischsten und anfälligsten Anteile atomarer Zirkulation wurden entfernt. Bypässe verlängerten dagegen Laufzeiten der verbliebenen Struktur. Systemverjüngende Anteile wurden implantiert, der Patient Energieversorgung nach dem Eingriff Biogas, Palmöl, ökobeschleunigt ins kapitalistische Leben entlassen. Zitat. Ich weiß, dass das neue Deutschland immer Organisationen und Personen hier droppt, also Namen nennt und so weiter, die natürlich aus dem kommunistischen Organisationskartell kommen. Das ist mir hier aber egal. Ich bin auch nicht Staatssicherheitsdienst, der das alles hinterfragt, sondern hier geht es um die Fakten. Die Fakten sind, dass die schwarz-gelbe Regierung hier keinen Atomausstieg macht, sondern sie eiern herum, sie verarschen die Öffentlichkeit mit ihrem Vertröstungsmoratorium. Das ist hier zur Sprache gebracht, und zwar nur im neuen Deutschland. Deshalb muss ich die hier loben. Hier wird also weiter gesagt, gegenüber den Bündnispartnern aus Parteien, Gewerkschaften und Umweltverbänden, die in den vergangenen Monaten die großen Demonstrationen unterstützt hatten, habe die Anti-AKW-Bewegung nicht mutig genug agiert und auf weitergehende Forderungen und Aktionsformen verzichtet. Das Setzen auf Bündnispartner ist ein sinnvolles Unterfangen, nicht jedoch zum Preis der Aufgabe inhaltlicher Klarheit, sagte Wilk unter großem Beifall. Ja, die Linkspartei und die DDR ist ja auch eine reine AKW-Politik gewesen, die sich hier schwer tun, und das neue Deutschland kommt jetzt rüber, weil die Vergiftung der Welt zu teuer wird. Das ist hier ein ernsthaftes Argument, und ich fahre hier nochmal fort.
ausgestrahlt, setzt auf Zeit als Verbündeten der Bewegung. Spätestens in 2 Jahren, meinte er, würden sich viele Leute fragen, warum denn trotz der vermeintlich vollzogenen Ausstiegs immer noch Atomkraftwerke liefen. Widerspruch: Wir können es uns nicht leisten zu warten. Wir müssen jetzt unmittelbar durchstarten. Es gäbe genug Ansatzpunkte für eine Kampagne gegen die noch laufenden Reaktoren. Beim AKW Grundremmingen handele es sich um einen Siedewasserreaktor wie in Fukushima. Das AKW Neckar-Westheim liege auf einer Erdbebenspalte und in Grunde sei Uraltstahl verbaut. So, hier das neue Deutschland und Fukushima zeigt, dass die Angaben der staatlichen Kontrolle und der Gesundheits- und Innenpolitik verlogen ist bis zum allerletzten. Die Japaner werden dadurch aber doch Zug um Zug immer mehr bewusst werden, dass sie sich um ihre Energieversorgung und um das Abschalten der Atomkraftwerke wirklich kümmern müssen. Sie sind es auch der restlichen Welt schuldig. Es kann nicht sein, dass von irgendeinem Ort der Welt, und sei es Fukushima, aufgrund eines Unglücks die gesamten Ozeane vergiftet werden, alles nur, weil man zu blöde ist, sich zu organisieren. So, schönen Dank für den Aufruf hier. Ich werde dieses Thema Atomvergiftung weiter behandeln.